Ah, wir sind offensichtlich auf einem US-Server. Also stelle ich mal Jesus, auf ist einen geil vom Ping hier. tollen Ping an. Ja. Captain Kicker. Erinnert mich ein bisschen an das Kikaninchen. Oh, und Kaninchen. schau mal, das war mal der perfekte Start. Oh ja. Ja gut, ich habe es zumindest probiert. Das ist ja gutes Handicap, was der ist, das übliche Handicap, was wir brauchen. Ja, ich weiß, wir sind so gut, wir brauchen nur Handicap. Ja, klar. Zuerst einmal 5 Tore reinlassen, damit es. Ah, schau, komm, ich mache ein Eigentor, damit es ein bisschen schneller geht. Vom Handicap. Na, du siehst das falsch, du übst aufs Tor schießen. Klar. Ich schlag 2 Fliegen mit einer Klappe. Einerseits erhöhe ich unser Handicap und andererseits übe ich auch noch ein bisschen. So, aber jetzt glaube ich, jetzt können wir mal ein bisschen loslegen, oder? Da kommt Ja, das sicher. Bällchen. Okay. Fast wäre reingegangen. Ah, ohne Turbo. Der Captain Kicker, weil ich mich jetzt lustig gemacht habe. Wegen. Ja, jetzt wissen wir auch, wieso das heißt, ne? Ja, mit so einem Sombrero. Aber gut, wir haben jetzt 30 Sekunden gespielt, das heißt, da geht noch alles, da ist noch alles offen. So, erstes Tor. Rein damit. So, das. Und. Ich dachte schon, wir hätten ihn abgelenkt. Ich musste voll auf What the fuck tut er da spielen. Damit der Tormann sich denkt. Hä? Und dann geht's meistens rein ins Tor, ne? Ja, hat okay, auch jetzt nicht geht er rein. funktioniert. Schau, das wird jetzt ein super schön. Ah, der Tormann, der ist echt eingespielt. Nicht jeder Captain Kicker? Ist das der Captain Kicker im Tor, oder was? Ich glaube, das ist der Captain Kicker im Tor. Puh, der macht uns hier zum Affen. Aber es ist natürlich immer so, wenn man aufnimmt, dass man sich ein bisschen blamiert. Und wenn die Kamera nicht läuft, muss ja so sein. Dann macht man die besten Moves ever. Aber wie gesagt, das ist ja alles Teil des Plans. Unser Handicap ein bisschen ausbauen, um dann. Auf wie viel bauen wir diesmal? Naja, ich sage mal 5, oder? Damit es richtig spannend ja, wird. Wenig nur. Ja, heute mal weniger als die Runde nicht betreiben. Tja, ich glaube, das haben wir gleich drinnen. Na gut, der Pudding hat noch ein Tor geschossen. So, jetzt glaube ich, hat mal jeder ein Tor durch. Jetzt können wir Was war das für ein Blitz, der jetzt gerade. Was war das für ein Blitz, der gerade untergekommen ist? Das war der Geistesblitz. Der Geistesblitz. Ja. So. Das war der Blitz, der sagt, dass wir jetzt gewinnen. So, jetzt geht's richtig los. Jetzt wieder normal spielen. Handicap. Haben wir genug ausgebaut? Na, okay. Das ist so richtig die. Eine unserer besten Partien überhaupt. Echt? Falls du nicht die beste ist. Ja, wahrscheinlich noch die beste. Aber gut, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Vielleicht sollte mal bei uns einem Tor stehen, das könnte vielleicht helfen. Aber das wäre ja dann wieder zu einfach und nicht so spannend, ne? Genau. Ja, hier ein bisschen Spannung aufkommen lassen. Man braucht ein bisschen Risiko. Eben, eben. Das wäre ja richtig wieder. Fein. So diese große Überraschung, so was, die sind 6-0 hinten und dann sie haben es trotzdem noch geschafft mit 7-6.
Das ist doch, was? Das ist dann die Überraschung schlechthin. Und das wird jetzt auch das erste Tor. Ah, das war gut geplant, aber schlecht ausgeführt. Ah, der Captain Kieker hat uns auf dem Kieker. Ja, der hat uns wirklich auf dem Kieker. Schau ihn dir an. Na, das war jetzt aber. So. Ich meine, wir können uns ja eigentlich schon. Ich wollte gerade sagen, eigentlich kann man schon froh sein, wenn wir kein Tor mehr kassieren. Aber. Es lief dann doch nicht so gut. Captain Kieker. Der geht mir ein bisschen zu sehr ab hier. Der hat, glaube ich, noch nicht verstanden, dass das ja alles nur ein Spiel ist. Deswegen muss ich mir jetzt ein bisschen die Augen öffnen. Schau mal, was der im Chat schreibt. Ja, der geht total ab. Der Captain Kieker, muss ich gleich wieder ein Eigentor machen vor lauter Frust. Uff, na komm, das wird das. Der Captain Kieker ist der Wahnsinn. Na, schau bitte. Na, immerhin. Jetzt geht's bergauf. Bis 10. 10 Sekunden vorbei. 2 zu 7. Ja, sicher. Was glaubst du, was der Captain Kieker dann für Augen macht, wenn er plötzlich sieht? Was? Wie kann das sein? Was ist das? Was schreibt er an? No, no, no. Okay. Gut. Das ist natürlich wieder so einer, der gerade erst das Schreiben gelernt hat. Ich springe da ein paar Mal auf und ab, vielleicht hilft das was. So, Captain Kieker, jetzt wird's lustig für dich. Ah, dieser Captain Kieker. War das jetzt Eigentor oder? Na, es war kein Eigentor. So, und jetzt sind 32 Sekunden 7 Buchteln und dann geht das schon. Ja, klar. Alle 5 Sekunden ein Tor, das machen wir. Das ist. Also. Natürlich muss man sagen, wir sind halt Pro-Spieler. Steht zumindest so am Titelbildchen. Genau. Jahrelange Übung, um dann letztendlich so gut spielen zu können. Ja, also so, um so zu spielen können wie wir, das ist echt Übung. Naja, klar. Ah, da habe ich was bekommen. Eine Antenne, eine sehr merkwürdige Antenne. Ein gewöhnlicher Piraten. Aber gut, unser Ping 120, 136, da haben wir wahrscheinlich 5 Sekunden Verzögerung gehabt, generell. Ja, ey, wie gesagt, US-Server, ne? Und immerhin ein Tor mit so einem Ping ist ja schon eine erhebliche Leistung, kann man eigentlich sagen. Und ich weiß jetzt nicht, wir werden es gleich sehen, ich glaube. Ich hoffe, dass wir diesmal auf einem EU-Server sind, wo der Ping halbwegs. Ja, EU, na bitte. Jetzt kann es losgehen. Diesmal bleibe ich sogar im Tor. Ich glaube, das könnte ganz hilfreich sein diesmal. Andererseits, das Tor ist natürlich ziemlich langweilig. Deswegen. Wobei, du sagst doch immer, das ist so super, uns beim Hüpfen zuzuschauen. Na schau, so geht das, siehst du? Man muss ein bisschen risikobereit sein. Nur dann zahlt sich's aus.
Ja, jetzt ist natürlich gerade noch gerettet. So, ich dachte, du wolltest schon wieder Handicap aufbauen. Ja, na, ich habe mir gedacht, jetzt haben wir im letzten Spiel schon gezeigt. Genug Handicap, du meinst, das reicht für diese Runde. Genau, das war das Handicap war für zwei Runden gedacht. Oh, das war jetzt nicht so gut, weil, verdammt. Das war jetzt, ja gut, ich meine, es muss jetzt spannend bleiben. Ich habe ja absichtlich das Tor jetzt nicht reingemacht. Jetzt machen wir immer so, nur jede Seite kriegt jeweils immer ein Tor, ne? Eben, eben. Nachdem wir das erste Tor geschossen haben, gewinnen wir natürlich automatisch dadurch. Ja klar, ich habe ja absichtlich das Tor nicht reinlassen, damit es auch weiter entspannend bleibt. Weil wenn wir mal in Führung sind, dann, ja, dann ist es natürlich schon vorbei. Dann kann man eigentlich das Spiel schon beenden. Und jetzt müssen wir natürlich wieder... Jetzt, weißt, jetzt hat es auch Sinn, wieder ein Tor zu machen. Davor war genau, es... Genau, jetzt wo die Spannung aufgebaut ist. Ja. Yeah. Puh, da... Das war ein... Krabums hier. Okay, na dann ziehe ich jetzt mal alle Register hier. Ja. Das war mal Register Nummer 1. Okay, jetzt glaube ich, bleibe ich im Tor, weil... Oh na, das ist mir einfach zu langweilig. Ich kann nicht im Tor bleiben. Na, es geht nicht. Ich stehe auf Risiko. Oh, das war... fast ein Tor. Das war fast ein Tor. Ja, wo ist er hin, der Ball? Ich sehe ihn gerade nicht. In der rechten Ecke. Springt mir gerade ein bisschen zu sehr. Falsche Richtung. Okay, alle auf den Ball hüpfen wieder mal. Und. Na bitte. Genau zur. Nach 2 Minuten. Ha, genau nach 2 Minuten. Das zweite Tor. Das war getimed, weißt du? Jede Minute mache ich ein Tor. Das ist so quasi meine Zielsetzung in dieser Runde. Nein! Es war aber jetzt ganz witzig, wie so richtig der Ball in Zeitlupe bei mir vorbeigeholt ist. Und ich so total bewegungsunfähig. Einfach nur mit offenem Mund. Und habe mich gefragt, wie kann das möglich sein? Wie geht's so an? Wie geht's so an Tor? Tja, wir haben so Video. Ja. So, jetzt machen wir ein Tor. Wie gesagt, zur vollen Minute kommen wir ein Tor. Das heißt, ein bisschen ja, müssen wir noch. Ich weiß, 25 Minuten hast du noch. Bereit ja, klar. Das ist. Oh, ich glaube, ich habe gerade. Ah, was geht hier ab? Da hat mich jemand nach vorne geschleudert. Ah, das war ein naja. Gutes Tor, aber leider nicht zur vollen Minute. Also 9 Sekunden zu früh. Da musst du noch ein bisschen üben. Du bist der Minutenschütze, nicht ich. Ja, stimmt, aber du hättest. Du hast jetzt 9 Sekunden. Na gut, achso, das heißt, ich muss jetzt gleich ein Tor schießen. Okay. Stimmt, na gut, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Naja, fast wäre es ausgegangen, aber der Tormann war einfach zu gut. Aber es muss ja nach wie vor spannend bleiben. Wenn ich jetzt ein Tor geschossen hätte, dann wäre das Spiel ausgleich gewesen. Das wäre ja überhaupt nicht mehr spannend. Schau jetzt. Ich meine,
1 Minute 40 ein Tor im Rückstand. Das ist einfach noch nicht spannend genug. Da geht noch alles. Dem muss man einfach versuchen entgegenzuwirken. Dass man sich einfach denkt, da kann nichts mehr gehen. Und dann plötzlich überrascht wird. Siehst du, das war alles geplant. Ja! Yeah. Denn zwei Tore. Mindestens zwei Tore in 1 Minute 17. Das ist hier schon fast unmöglich, ne? Also außer wir spielen. Dann ist es natürlich total machbar. Und das werden wir jetzt natürlich auch gleich beweisen. Also hier erstmal den Ball weg von unserem Tor. Oder vielleicht auch nicht. Okay, 1 Minute für zwei Tore, das ist auf jeden Fall machbar. Das schaffen wir doch. Da kann man sagen, das ist sehr realistisch. Da fehlt einfach das Teamspiel hier, muss ich sagen. Der dritte Mann ist einfach nicht teamfähig. Da können wir noch so gut unsere Taktik hier eingespielt haben. Wenn der dritte Mann nicht mitmacht, dann... Ja, so ist das immer, wenn man mit rein ins Spiel. Ja, ja, ich weiß. Also... geht einfach nicht. Das funktioniert einfach nicht. Schauen wir jetzt, zeig mal deinen 3 Tore in 20 Sekunden Trick. Ja, ja, natürlich. Den kannst du am besten. Klar. Das ist einmal Tor Nummer 1. Ich hab's versucht zumindest, ja. Ich hab wirklich versucht, den Ball aufzuhalten. Eigentlich müsste ich sagen, guter Versuch, den Ball aufzuhalten. Ja, das war jetzt dann noch zwei. Ja gut, ich meine, wenn wir was sagen, ja, 3 Tore in 20 Minuten, dann ist es natürlich auch die Wahrheit. 20 Sekunden, nicht Minuten. Entschuldigung, 20 Sekunden. Ich mein, aber ja, 3 Tore in 20 Minuten, den Trick können wir auch. Das sollten auch wir schaffen, glaube ich, oder? Gut, ich meine, jetzt kommt noch das Ehrentor. Also das Ehrentor muss sein. Das Ehrentor ist bei mir schon Pflicht. Und ja, ging sich leider diesmal nicht aus. Aber ich habe natürlich alles probiert. Und habe dafür meinen Derby-Hat bekommen.